wie wunderschön ist es hier. Bei den Statuen der Götter alles so schön grau, korrumpiert auf dem Boden. Und woran liegt das? Tlaqua! In Tlaqua herrscht die richtige Rasse, und zwar die Vampirfürsten mit einem Hexenfeuer. Und wir verbreiten hier unsere Korruption im wunderschönen Treibsand und werden die ganze Südlande damit durchziehen. Aber vorher müssen wir natürlich noch ein paar schöne Sachen veranstalten, und zwar unter anderem ein wenig ausheilen in Tlaqua selber. Denn Wallace ist hier gut in Bedrängnis, denn König Ramirene von König Kabash wollen Bagar angreifen. Bagar hat natürlich eine gute Garnison, aber so gut ist sie dann auch nicht. Und ja, der Feind will uns jetzt hier erstmal aushungern lassen. Wie schnell er angreifen wird, wissen wir nicht. Aber wir haben eine ganze Menge Geld, und deshalb könnten wir uns definitiv einmal erlauben, hier eine starke Armee aufzustellen mit Roderick Hellstein, die wir dann potenziell gleich Dan Wallace auch geben, nachdem wir einmal hier unterstützt haben. Also, Roderick Hellstein, der könnte ja nicht ganz so schnell in Bagar sein, wie ich es gerne hätte. Aber wir müssen es dennoch versuchen. Es gibt gerade keine andere Möglichkeit. Wir sollten es zumindest einmal versuchen. Wir werden jetzt hier eine Armee aufstellen, die auf jeden Fall hier Gortihi zurückschlagen kann. Die hier natürlich mit vielen Plänkler-Einheiten unterwegs sind und dann natürlich auch hier ein paar mächtigen Kriegern. Also wir holen nochmal ein paar Skelettspeerträger, die ganz gut die Reihen halten können gegen die ganzen ekelhaften Monster. Wir holen uns ein paar Verfluchte mit rein, die vorne die Reihen halten können und auch so ein bisschen was tun können gegen diesen ganzen Beschuss. Gespenster und Verfluchte mit Zweihandwaffen, um auch ein bisschen Schaden anzurichten, vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Und dann brauchen wir natürlich die Flederbestie für die Monster. Ja, und dann wird's auch knapp mit der schwarzen Magie. Dann wird's knapp mit der schwarzen Magie. Aber Dan Wallace hat ja bereits Flederbestie, nicht wahr? Eine zweite Flederbestie wäre eigentlich auch immer stark, aber es ist halt auch sehr teuer. Also wir gehen hier erstmal nochmal rein in unser altes Vorhaben. Und das sieht eigentlich schon ganz nett aus. Rekrutieren wir schon mal. Und gibt es hier noch weitere Dinge, auf die wir achten können? Also Dan Wallace hat hier bereits einen Morteschrein. Ein zweiter Morteschrein wäre vielleicht nicht verkehrt, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf das Geld achten. Deswegen lassen wir das, würde ich mal sagen, oder? Bin mir unsicher. Lassen wir das oder holen wir uns den Morteschrein? Wir lassen das. Wir lassen das. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Ja, das wissen wir. Das ist der Bug leider. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Wir hoffen, dass Dan Wallace hier nicht angegriffen wird. Und falls er das wird, dann spielen wir das natürlich. Tic-Tac-Toe bedroht hier Antoch. Also es bleibt wirklich spannend hier im Treibsand. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was die Feinde machen, was sie vorhaben, vor allem was Sundrem Heldur hier oben macht. Die Armee von Clan Angrund, ist das eigentlich in irgendeiner Weise verständlich, was Clan Angrund hier vorhat? Ich weiß es nicht. Was Tlaqua vorhat, ist klar, die wollen Antoch haben, und das ist für uns in Ordnung. Tic-Tac-Toe ist jetzt dort. Manfred wird zurückkommen, kann sich die Stoßzahnebene holen, dann Antoch holen. Vielleicht schaffen wir es dann, so langsam den Süden zu verteidigen. Aber es gibt natürlich immer wieder an allen möglichen Fronten kriegerische Akte unserer Feinde, und da müssen wir wirklich aufpassen. Und demnach ist es gerade noch ein Hin- und Hergeplänkel von der Westküste in die Ostküste. Naja, Ostküste nicht, aber ins Ostgebirge vielleicht. Und hier unsere Landen eisern verteidigen. So ist es leider momentan Brauch, und anders geht es gerade nicht. Roderick Hellstein, du kannst dich hier nicht um Gortihi kümmern, was ja schade ist, aber du kannst dich vielleicht um Bagar kümmern.
Warum kannst du dich nicht um Gotthee kümmern? Was ist das Problem? Ja, wir bräuchten sowas wie eine Fliederbestie, um die Feinde dann rauszuholen, aber das können wir uns gerade nicht leisten. Können wir uns gerade einfach nicht leisten. Können mal Zombies auffüllen, das können wir nochmal machen. So. Wie sieht's jetzt aus? Immer noch nicht so gut. Ja. Ich glaube, man könnte das schon spielen, aber wir lassen das mal. Und versuchen uns hier mal auf den Pfad der Rechtschaffenheit zu begeben. Und hier Richtung Den Wallace zu gehen. Dann müssen wir vielleicht Sudenburg aufgeben. Ich weiß nicht, was Gotthee hier vorhat. Aber Den Wallace wäre schon wichtiger. Aber wir gehen natürlich nicht in den Gewaltmarsch. Jetzt haben wir hier 3 Armeen bereits. Ich glaube, Den Wallace wird noch einmal ins Grab beißen müssen. Wir kennen es bereits. Es ist ja ein Meme. Es ist die Neverending Story um Den Wallace. Er wird hier nochmal ins Grab beißen müssen. Und die ganzen Aufwendungen der neuen Armee werden, ja, für die Katz sein. Aber was sollen wir denn tun, wenn die Feinde hier auf einmal mit 3 Armeen vor Bagar stehen? Was soll Den Wallace denn dann tun? Er hatte doch hier keine starke Armee. Ja, ist halt ein Problem. Was sollen wir tun? Da gibt es eigentlich nicht viel zu machen. Wir können nur hoffen, dass der Feind nicht direkt angreift, sondern wir hier mit unseren Einheiten und Armeen dann in die Richtung gehen können. Aber so gut sieht es nicht dafür aus. Das ist leider so. Was sollen wir tun? Mehr Einkommen? Klar, den Erlass nehmen wir mit und wir beenden die Runde an dieser Stelle. Und was macht die Hochkönigin Kalida? Wird sie Bagar angreifen oder nicht? Wenn sie es tut. Ja. Nee, hier ist jetzt Gotthee da und greift uns an. Und wir können das im automatischen Gefecht machen. Verlieren nur billige Einheiten. Das können wir durchaus tun. Die Armee von Oxyotl komplett vernichtet dadurch. Das ist richtig gut gewesen. Das ist richtig, richtig gut. Und wir nehmen die Magie, weil wir gerade große Magieprobleme haben. Und jetzt ist nochmal wichtig, was die Hochkönigin Kalida macht. Sie ist jetzt dran! Sie hat nicht angegriffen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hat nicht angegriffen. Wir haben jetzt mittlerweile, sind das 3 Armeen oder sind das 4 Armeen? Ich würde sogar sagen, das sind 4 Armeen, die ich dort sehe. Jetzt 4 Armeen dorthin gezogen nach Bagar. Sie möchte wirklich die absolute Megaschlacht führen. Sie lässt es hier wirklich drauf ankommen, hier Bagar zu Helms Klamm zu verordnen. Vielleicht sogar Minas Tirith. Man weiß es nicht. Unfassbar spannend. Bernhof Schlechter. Ich dachte einst, dass Raut der Schlechter wäre, aber es ist Bernhof und der möchte mit uns einen Nichtangriffspakt und zahlt uns Geld dafür. Ihr kennt meine, ja, ihr kennt meine Politik an dieser Stelle. Wir nehmen erstmal das Geld an und werden uns dann irgendwann, ja, gegen sie aufbegehren. Winterzahn ist gestorben. Das müsste Throck sein, nicht wahr? Ich verwechsel immer Wulfric und Throck von der Bezeichnung und vom Wappen, aber das ist, glaube ich, Throck, der unfassbar mächtige Troll. Manfred, du kommst bis nach Bagar. Du gehst auch bis nach Bagar. Rodrik, du kommst bis nach Bagar. Und du gehst auch bis nach Bagar. Das wird jetzt hier eine riesige Schlacht. Eine riesige Schlacht um alles. Es wird um alles gehen. Deswegen werden wir auch alles nochmal reinwerfen. Schauen wir nochmal kurz an,
was wir hier für Armeen auf der feindlichen Seite haben. Also Roderick, geschwächte Armee. Manfred, eine gute Armee. Dan Wallace, klein, geschwächt, aber elitär. Die Garnison, geschwächt. Hier haben wir König Ramirinev. Ja, wir haben hier ein paar Gruftwachen. Ja, wir haben hier auch einen Gruftskorpion, Knochenriese, Nekropolenritter, aber der Rest geht eigentlich. Was haben wir noch? König Jenner. Ein paar Gruftwachen, der Rest geht aber eigentlich. Ein Frostherzphönix. Ein Frostherzphönix in der Armee von Gruftkönigen. Wollte mich eigentlich... Bin ich hier bei versteckter Kamera? Ist hier irgendwo eine Kamera versteckt? Ihr seht mich ja nicht. Wir haben ja hier keine Webcam, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich verarscht werde. Frostherz, Phönix und Riesenadler. Das ist ja witzig. Naja, ich will es mir nicht in Frage stellen. Gruftwache. Also wir haben hier natürlich die absolute Übermacht des Feindes. Unfassbar viele Fernkämpfer. Das ist natürlich ein großes Problem. Und es gab von euch nochmal weitere Anmerkungen zur Rüstung von Dan Wallace. Und ja, ich gebe es zu, ich bin hier viel zu selten drin und wir sollten hier viel mehr machen mit Dan Wallace dahingehend. Wir haben hier den Rettungszauber 5%, 30 Rüstung und Trefferpunkte wieder auffüllen. Finde ich eigentlich ganz gut, Nahkampfangriff plus 40. Bei der Rüstung könnte man definitiv nochmal schauen, ob wir nochmal was Besseres finden. Wir schauen mal auf die Rüstung rauf. Also, wir gucken mal bei der Rüstung, ob wir was finden, was denn Wallace helfen wird. Also, Rüstung des Schicksals bleibt bei Manfred, das ist klar. Also, ihr habt gesagt, es wäre schon ganz gut, wenn wir nicht unbedingt auf Rüstung gehen. Das hat den Hintergrund, dass wir, wenn wir auf Rüstung gehen, natürlich davon ausgehen, dass er umso stärker wird gegen Einheiten, die nicht so einen hohen rüstungsdurchdringenden Schaden haben. Aber dass er gegen die natürlich sowieso ganz gut ankommt, ist ja klar. Das Problem ist eher der rüstungsdurchdringende Schaden, den wir dann natürlich mit so einem Rettungszauber besser bekämpfen können. Also hier vielleicht die 8% Rettungszauber und 5 Rüstung, die könnte man mitnehmen an dieser Stelle. Nahkampfabwehr finde ich auch nicht so schlecht, aber das ist dann natürlich wiederum irrelevant, wenn wir Fernkämpfer gegen uns haben. Hier oben haben wir noch 10% Geschossresistenz, aber ich finde 8% Rettungszauber eigentlich besser, weil das natürlich auch Geschossresistenz beinhaltet, aber auch alles andere. Dann gehen wir hier mal auf die Rüstung des Glücksritters für ihn. Der Widerstandstrank ist eigentlich gut und hier gibt es nichts Besseres. Ja, den Widerstandstrank behalten wir aber. 30 Rüstung nochmal, 24 Nahkampfabwehr. Das ist gut, gerade die Nahkampfabwehr hilft ja auch immer im Nahkampf. Trefferpunkte wieder auffüllen. Ich glaube, das ist so jetzt besser, ja? Also 8% Rettungszauber für euch gehe ich hier nochmal in die Einstellung rein, die ich eigentlich so oft dodge, wie es nur geht. Naja, ihr habt aber recht. Manfred, du kannst nochmal was erwecken und das sollten wir auch tun. Wir sollten jetzt alles an schwarze Magie ausgeben, was wir uns noch leisten können. Und das wäre, glaube ich, gut angelegt bei... Ja, wir haben viele, viele Fernkämpfer beim Feind. Viele Fernkämpfer. Da wäre es natürlich witzig, irgendwie mit dem Wargulf durchzugehen, aber er hat auch viele, viele Speerträger... Wo es dann auch nicht ganz so einfach wird. Aber so eine Flederbestie ist eigentlich immer gut angelegt. Wir würden hier runtergehen auf 3100, würden 2000 runtergehen, ja. Hätten wir noch 1100 übrig ungefähr. Das heißt, wir können bei Roderick Hellstein noch auffüllen und zwar mit... Skelett-Speerträgern. Mit Zombies. So, dann sind wir nämlich hier noch im positiven Bereich. Werden jetzt hier an dieser Stelle die Runde beenden. Wir haben kein Geld mehr.
Unsere ganzen Armeen sind hier zusammengeklumpt gegen 4 Armeen des Feindes. Unfassbar gefährlich. Und die automatische Berechnung würde sagen, wir verlieren das Haus hoch. Wir beenden die Runde. Wird das eine Niederlage? Geht der Feind hier vielleicht auf Roderick Hellstein? Das wäre das Schlauste, was der Feind macht. Denn dann könnte er entweder die Unterstützungsarmee wegtreiben oder uns dazu zwingen, auf offenem Feld zu kämpfen und nicht im Bagar selbst drin zu kämpfen. Also vom Feind wäre es schlau gewesen, wenn er angegriffen hätte, aber hat nicht angegriffen. Und das ermöglicht uns so eine ganze Menge, denn wir haben Blitzschlag mit Manfred von Karstein, der eine gute Vollarmee hat und hier eigentlich mit jeder Armee es aufnehmen müsste, im 1 gegen 1. Das ist ganz gut. Hier die blutige Hand für den militärischen Zugang. Darf sie gerne haben, sie gibt uns ja auch Geld dafür. Warum? Sie macht bei uns, ja, nicht unbedingt schlimme Sachen mit der Korruption. Klar, sie machen negative Korruption im schlimmsten Fall. Aber wenn sie nur durchgehen, ist es nicht ganz so schlimm. Und wir bekommen ein bisschen Geld und wir verbessern unsere Beziehung mit ihnen. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir hier an dieser Stelle nämlich auch gute Beziehungen haben wollen mit unter anderem Orks, um uns gegen diese großen Übermächte der Zwerge zu stellen. Und wenn wir das hier jetzt so spielen würden, wenn Manfred nach vorne geht und die anderen unterstützen, wäre das ein Pyrrhus-Sieg, aber alles würde sterben. Aber auch vom Feind würde alles sterben. Aber wir haben ja die Blitzschlagfähigkeit. Und da würde nicht sterben bei Manfred. Schauen wir uns das nochmal an. Er hat hier ein paar Gruftwachen. Alles gut. Skelettstreitwagen, ein paar Todesgeier. Todesgeier sind ein bisschen nervig, aber die kriegen wir schon weg. Gruftskorpion, Knochenriese, Nekropolenritter. Können wir einen Blitzschlag machen und wir werden jetzt hier gegen diese 4 Armeen der Gruftkönige vorgehen. Und zwar als allererstes im Blitzschlag gegen die 1. Armee unter König Ramerinev. Wir machen das selber. Uns wurde zwar ein Pyrrhus-Sieg vorgeschlagen und wir würden nichts verlieren. Könnte sein, dass ich gleich was verliere. Das könnte mir passieren. Aber unterm Strich glaube ich, dass ich deutlich besser hier von dannen komme, wenn wir das selber spielen. Der Feind hat sehr wenig Infanterie. Wenn wir hier mit Manfred ein bisschen Action machen können, wäre das schon ziemlich viel wert. Und das wäre schon ziemlich gut. Also wir stellen uns hier passiv auf. Wir wollen den Kampf noch nicht. Passiv. Passiv dahinter. Passiv. 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 Seite. Mordeschreien, Leichenkarren. Monströse Einheiten reingewoben. Dann haben wir hier unsere Fliegerstaffel. Unglaublich stark. 2 Flederbestien. Extra Schnitzelette auch wieder da. Auch hier wieder eine Frontreihe dabei. Und das sollte es gewesen sein an der Stelle. Wir starten das Gefecht. Die Kavallerie kommt hier hin. Warum kommt sie dahin? Einfach aus dem Grund, dass wir hier dann im Schutze des Berges sind. Die werden dann auch nicht gesehen im besten Fall. Und wir starten das Gefecht. So. Jetzt stellen wir uns auf. Der Feind kommt jetzt vielleicht nach vorne, das könnte sein. Aber wir sind vorbereitet, wenn er ankommt. Wir stellen uns schon mal auf und versuchen hier so viel mitzunehmen, wie es nur geht. Von der Map. Morteschrein links hin, Leichenkarren rechts hin, die Banshee in die Mitte. Und wir gucken gleich mal, ob alles funktioniert hat. Ob der Feind sich auf uns so bewegt oder dort hinten bleibt, er bleibt dort hinten. Das ist gut für uns. Also wir werden uns jetzt hier erstmal aufstellen und gruppieren.
Das ist erstmal soweit in Ordnung. Der Feind kommt wirklich nicht. Alles klar. Der sieht uns hier auch hinten nicht. Das sehen wir hier an diesen Augensymbolen. Die Einheiten sind versteckt. Warum ist das so? Wir haben keine Sichtlinie zum Feind. Deswegen sieht er das nicht. Aber wir sehen ihn, weil wir hier Einheiten haben, die die Sicht auf den Feind ermöglichen. Manfred wird jetzt hier rübergehen und mal ein bisschen Schaden an der Gruftwache anrichten. Und wenn dann die Geier kommen, haben wir die Flederbestien im Hintergrund. Das wird gut sein. Das wird gut funktionieren. Also wir werden hier viel Schaden anrichten können, wenn wir das selber spielen. Und das ist auch der Grund, warum wir es definitiv tun sollten. So, der Feind bewegt sich jetzt. Ja. Wir haben hier mehr Todesgeier. Das ist okay soweit. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen beim Feind. Damit wir unseren Seelenwind rausholen können. Manfred ist noch nicht im Bedrängnis. Deswegen lassen wir alles so, wie es ist. Und wir können hier den Seelenwind durchschicken. Schön durch die Gruftwache durch. Hellebarden. Gruftwachen, Gruftwachen, Hellebarden hier drüben wieder. Sehr, sehr cool. Und sehr, sehr effektiv. Ja, das war unfassbar stark. Die Gruftwache. Die Elite-Einheiten, die der Feind hier gerade dabei hat. Das ist stark. Atem schnell hinterher. Jetzt, wo der Feind verletzlich ist. Das hat gut funktioniert. Gruftwache mit Hellebarden. Nochmal anspucken. Denn jetzt, wenn wir es jetzt schaffen, hier die Führerschaft schön unten zu halten, dann zerfallen die hier. Deswegen haue ich hier noch einen Zauber rauf. Dann sind die komplett tot. Dann zerfallen die jetzt richtig schön. Das wird gut sein. Manfred muss aber jetzt ein bisschen aufpassen. Aber kann hier nochmal einen Seenwind rein casten, denn die Bogenschützen sind hier alle zusammen. Und hier, das hat funktioniert. Sie sind hier entsprechend zerfallen. Und Manfred muss sich zurückziehen, weil die Todesgeier... Ja, wird hier einmal angegriffen, das ist nicht so schlimm. Weil die Todesgeier kommen. Aber das hat gut funktioniert. Wir haben hier eigentlich die gesamte Frontlinie zerstört. Die Bogenschützen hier komplett geschändet mit dem Mahlstrom. Der war noch nicht mal overcastet. Das war unglaublich gut. So. Todesgeier sind natürlich am Geiern gerade. Deswegen holen wir mal die Flederbestien näher ran. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier die Gruftwache wird nochmal angespuckt. Und dann sollte das alles eigentlich ganz gut funktionieren. Wir sind super defensiv hier hinten aufgestellt. Sind gut dabei und so langsam ist diese Armee gar keine Bedrohung mehr für uns. Weil alles entsprechend zerstört wurde, was uns gefährlich sein könnte. Wir hauen hier nochmal Mahlstrom rein. Warum nicht? Warum nicht? Und der trifft richtig gut. Der trifft richtig gut. Alles zerstört hier. Der zerstört alles hier. Unfassbar. Unfassbar. Schaut euch das bitte an. Jetzt müssen wir hier nochmal einen schönen Atem reinschicken und dann war's das mit dieser Armee. Todesgeier gehen jetzt natürlich rein. Ist klar. Das war zu erwarten. Todesgeier gehen jetzt hier auf Manfred los. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deshalb gehen wir auch hier einmal auf die Heilung von Manfred und versuchen uns zurückzuziehen. Was passiert hier hinten? Ushabti wurden in die Sensenreiter reingeschickt. Das ist aber gar kein Problem. Die Sensenreiter sind schneller. Und die Blutritter, die haben Bonus gegen Ushabtis. Nutzen wir. Also hier, wir wollen den Kampf eingehen gegen diese Todesgeier. Aber nicht in der Reichweite der Bogenschützen. Deswegen machen wir es hier wieder. Und das funktioniert soweit ganz gut. Todesgeier gehen weiter. Wollen sich hier die Sensenreiter vielleicht holen. Das wäre okay. Die Nekropolenritter, ja. Können wir mal rausschicken auf die Nekropolenritter. Weil wir Manfred noch mit dazu schicken werden. Und werden hier nochmal heilen.
Ja, zieht euch mal wieder weg. Wir heilen hier einmal. Manfred geht mit runter. Wir holen ein paar Zombies rein. Und dann sollte das alles gar kein Problem sein. Dann kommen die hier auch weg. Ja, die kommen auch weg. Und dann gehen die mal hier zurück. Alles gut. Die Blutritter kämpfen hier gegen die Todesgeier. Das ist sogar ein Kampf, den wir haben wollen. Sensenreiter gut. Gut geheilt. Wir können hier eigentlich wieder direkt reinschicken. Gar kein Problem. Ja. Ist eigentlich alles gar kein Problem an dieser Stelle. Wir können wieder zurück. Können auch nochmal geheilt werden an der Stelle. Und dann sind wir hier, wie gewohnt, ganz gut dabei, die Feinde auseinanderzunehmen. Und das nur mit ganz wenigen Einheiten. Mit ganz wenigen Einheiten schaffen wir das gerade. Richtig gut. Unsere Hauptarmee ist und bleibt stabil, damit sie gleich entsprechend sich gegen die anderen drei Armeen, die noch vor uns liegen, aufbegehren können. So, jetzt gehen wir hier mal auf die Nekropolenritter rauf. Das reicht mir jetzt hier an dieser Stelle. Die Nekropolenritter sollten jetzt definitiv einmal rausgenommen werden. Und haben wir hier noch irgendwas, was den... ja, was den Schaden anrichten könnte? Wir können ihn mal ein bisschen debuffen. Weniger Rüstung, weniger Schaden. Ja, weniger Führerschaft weiß ich jetzt nicht. Aber das sollte in Ordnung sein. Jetzt haben wir hier natürlich noch weitere Fernkämpfer. Das heißt, ihr bekommt einmal ein Mahlstrom ab. Ja, Manfred heilt sich einmal ganz kurz selber. Und bewegt sich mal ein bisschen weiter weg. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nichts falsch machen, ja? Und auch hier, diese Flederbestie hat gut gelitten. Die hat richtig gut gelitten. Die muss ganz dringend weg. Und diese Flederbestie bleibt hier dabei, um hier ein bisschen für Action zu sorgen. So langsam sollten wir hier den Knochenriesen auch mal rausholen. Was ist hier hinten eigentlich los? Ja, also ich würde mal sagen, ihr werdet einfach mal gruppiert. Steuergruppe 1 und holt euch mal das Ding. Das wäre ganz nett. Und hier hinten sieht eigentlich alles ganz gut aus. Die Flederbestien, die hier hinten lebt noch, die ist noch ganz gut im Saft. Geht hier mit auf den Knochenriesen rauf. Wir heilen nochmal Manfred. Können hier auch nochmal einen schönen Atem wirken. Ah, ich habe hier heute Morgen richtig gut Mentos gegessen für diesen Moment. Ich habe wirklich drauf gewartet und jetzt ist er wahr. Den Skelettstreitwagen holen wir auch nochmal raus. Gerade die Blutritter sollten hier guten Schaden anrichten. Und der Knochenriese ist hier natürlich im Nahkampf absolut überfordert. Und diese Einheiten hier, die Bogenschützen, die sind auch überfordert, wenn wir jetzt hier einmal den Zauber durchschicken. Die haben sich ein bisschen nach vorne bewegt, das war schade. Aber dennoch, ganz eindeutige Sache natürlich. Manfred, du brauchst hier auch nicht mehr reingehen. Und hier hinten noch eine Flederbestie, die kann mal ein bisschen näher kommen. Und der Feind sollte sich jetzt langsam... der sollte jetzt langsam zerfallen. Deswegen werden wir noch mal ein bisschen heilen an dieser Stelle. Damit wir so viel mitnehmen können, wie es nur geht. Und das ist ein entscheidender Sieg. Es ist kein Pyrrhus-Sieg geworden. Wir haben kaum was verloren. Wir haben nur hier ein bisschen Schaden auf den Flederbestien, ein bisschen Frostgeister am Blutritter verloren. Manfred von Karstein, 52.000 Schaden ausgeteilt. Unfassbar. Unfassbar. Manfred ist wirklich eine Wucht. Eine unfassbare Wucht. Wenn der erstmal in die Gänge kommt, dann kann ihn gar niemand aufhalten. Also Manfred von Karstein hier, absolute Legende, hat König Ramirinev im Alleingang quasi komplett rausgenommen. Unfassbar. Diese Todesgeier haben viel getötet. Das waren Zombies. Und ansonsten, ja, diese Armee richtig gut
rausgehauen, rausgespielt. Und das hier geht natürlich raus an euch alle, die ich in den letzten Folgen hin und wieder mal ein bisschen enttäuscht habe. Wir haben hin und wieder mal ein paar Schlachten gehabt, die nicht hundertprozentig gut liefen, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Wir dürfen nur nicht den Kopf in den Sand stecken, gerade nicht hier im Treibsand, den kriegt man ja nie wieder raus. Wir nehmen die 9% Verstärkung und werden jetzt hier weiter nach vorne marschieren. Das wird nicht das Ende gewesen sein. Manfred wird sich hier nach und nach alle Feinde rausholen. Alle Feinde müssen leiden. Und die fliehen sogar. Die fliehen sogar, die Feiglinge. Schaut euch das mal an. Die feigen Schweine. Ich sag es mit Liebe. Die feigen Schweine, knapper Sieg, machen das dieses Mal automatisch. Knapper Sieg. Raus mit dir! Feige. Unfassbar feige. König Rasfar flieht. Aber auch König Rasfar wird sterben. Und da wird Dan Wallace mit dazustoßen können. Denn wir sind ja hier gemeinsam am Verteidigen. Und das sollten wir auch gemeinsam dann hier entsprechend angehen. Manfred kommt noch ran. Perfekt. Auch das ist ein knapper Sieg. Wir würden Einheiten verlieren. Das ist mir gerade egal. Wir haben ja die Toten-Erwecken-Mechanik. Ich denke, die werden wieder auferstehen. Knapper Sieg, ja. Stehen auch wieder auf. Alles gut. Und wir holen uns die Magie jetzt an dieser Stelle. Ja, denn die Feinde sind so gut wie zurückgeschlagen. Dan Wallace von Karstein. Du wirst im Gewaltmarsch König Jenna hinterherrennen. Und Roderick Hellstein, dein Stein wird so richtig hell leuchten. Ein Pyrrhus-Sieg. Was stirbt? Eine Menge. Ja, das einzig Ärgerliche ist der Morteschrein, aber wir machen das mal automatisch. Wir können hier nicht jedes einzelne Match spielen, aber ich denke, der wird wiederbelebt. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Davon bin ich auch ausgegangen. Das hat soweit funktioniert. Roderick Hellstein hat jetzt natürlich ein bisschen was dazu bekommen. Das ist auch schön für ihn. Ich gönne es ihm vom ganzen Herzen. Ganz, ganz toller Kommandant. Hat ganz tolle Sachen erlebt und bekommt hier auch ganz wichtige Fähigkeiten. Aber wir brauchen ihn nicht mehr. Dan Wallace ist ja an dieser Stelle rehabilitiert. König Karus ist hier oben noch. Ups, nee. Wir wollen hier so austauschen. Und Dan Wallace hat jetzt eine 20er mehr. Und Roderick Hellstein wird jetzt hier aufgelöst. Den brauchen wir nicht mehr. Dan Wallace geht wieder Richtung Bagar. Manfred. Du gehst auch Richtung Bagar. Du gehst sogar nach Bagar rein. Und ich will ja nichts sagen. Ich möchte jetzt auch nicht überheblich klingen oder angeben. Aber wir haben gerade 4 Armeen. 4 volle Armeen. Der Hochkönigin Kalida zerstört, vernichtet, komplett ausgelöscht, Knochenstaub zermahlen. Hier ist gar nichts mehr übrig von der Hochkönigin Kalida. Ja klar, König Karus ist noch da, der hat auch irgendwo noch seinen Bruder Baktus dabei. Alles gut, soll er kommen, mir ist es egal. Aber wir sind hier auf dem Vormarsch, das ist richtig gut gelaufen. Und es gibt eigentlich nichts, was uns jetzt hier noch großartig bedrohen könnte. Dieser Gott Hehe, das ist ein sehr, sehr berühmter Name bei den Echsen, deswegen heißen die alle so. Dieser könnte nochmal Kassabar bedrohen, aber direkt angreifen kann er nicht, soll er doch belagern. Wir haben kein Problem damit. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich glaube, wir werden in den nächsten Runden sehr viel erreichen können. Klar, wir haben jetzt Tic-Tac-Toe hier und Rodakoden.
Die könnten jetzt Bagger angreifen. Aber dann fallen wir halt mit Manfred aus. Ja. Das wird eng, weil wir eine geschwächte Armee haben, das ist schon klar. Ja, das würde eng werden, weil wir nicht mehr dann... Die Verstärkung würde halt nicht durchgehen, wenn wir drin sind. Deswegen gehen wir mal raus, damit wir uns gegenseitig hier unterstützen können und die nicht rankämen an uns, weil Bagar hier den Schutzbereich hat. Das heißt, wenn die hier Bagar angreifen, könnten wir zur Unterstützung eilen, zumindest mit Manfred. Und in der nächsten Runde könnten wir dann auch entsprechend in den Blitzschlag gehen. Das sollte alles passen. Das war ja eine richtig coole Folge. Wir haben richtig viel erreicht. Wir haben 4 Armeen des Feindes zerstört. Unfassbar. Unfassbar, was diese Folge wieder passiert ist. Richtig cool. Manfred von Karstein, Dan Wallace von Karstein. Das Traumpaar wieder vereint. Und ganz wichtig, Dan Wallace ist hier nicht. Gestorben. Eine Sache, die ich blöd finde bei Total War Warhammer 3, ist die folgende. Manfred von Karstein extra aus Bagar rausgezogen, weil ich ihn nicht hier in der Verstärkung haben möchte. Ich möchte nicht, dass hier Manfred zur Verstärkung kommt. Ich möchte Bagar gerne dem Schicksal überlassen. Und ich möchte nicht, dass Manfred von Karstein zur Verstärkung kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist schon schön und gut. Könnte man ja, man kann ihn ja wieder auf die Flucht schicken, aber er ist ja gerade im Gewaltmarsch. Das heißt, wir können ihn nicht fliehen lassen. Wir können ihn nicht fliehen lassen. Wir können Manfred von Karstein nicht fliehen lassen. Wäre das hier eine Verstärkungsarmee eines Verbündeten, dann könnte man durchaus sagen, gar kein Problem. Dann wird hier entsprechend dieser Verbündete gefragt, möchtest du teilnehmen oder nicht an der Schlacht? Das geht jetzt hier nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil er ist ja gerade nicht im Bagar drin, sondern würde zur Hilfe eilen. Und er könnte sich auch dafür entscheiden, nicht zur Hilfe zu eilen. Das wird ihm aber hier verwehrt. Und demnach wird Manfred jetzt sterben, obwohl meines Erachtens nach wir keinen wirklichen Fehler gemacht haben. Aber fliehen lassen können wir ihn wahrscheinlich nicht, weil er im Gewaltmarsch ist und dann greifen dann halt so ein bisschen die verschiedenen Mechaniken in diesem Fall blöd ineinander. Und jetzt haben wir wirklich eine blöde Situation, wo Manfred mit dazukommt. Er kommt von außen. Wir konnten das nicht entscheiden, dass er dazukommt oder nicht dazukommt. Und jetzt wird er sterben, in den Tod gehen und wir können nichts dagegen tun. Das ist so ein bisschen blöd. Das würde ich mir gerne noch zukünftig anders wünschen. Oder brauche eine Mod dafür. Weil das für mich nicht so richtig immersiv ist, dass Manfred jetzt auf Teufel komm raus, hilft und in den Tod geht, obwohl er weiß, dass er in den Tod geht. Das ist ja nicht notwendig. So, von wo kommt Manfred? Wir werden natürlich alles versuchen. Ihr kennt mich, ich gebe nicht so einfach auf. Wir machen das, wir ziehen das durch. Wir ziehen das bis zum letzten Mann durch. Klar, ganz klar. Manfred kommt von da. Aber wichtig ist, er steht neben der Stadt. Das bedeutet, die Toten-Erwecken-Mechanik, die könnte passieren. Na, wobei er ist im Gewaltmarsch. Dann könnte es vielleicht wieder nicht passieren. Naja, wir lassen uns überraschen. Wir greifen jetzt viele Mechaniken ineinander, was es so ein bisschen undurchsichtig macht, ob das funktionieren würde oder nicht. Wir haben hier Stachelsalamander. Die sind halt ein Problem. Sauruskrieger mit Speeren. Also, die Salamander sollten wir so gut es geht, so schnell wie möglich rausnehmen. Deswegen haben wir hier die Hunde. Die sind nur dafür da, die zu binden. Dann haben wir hier Fledermäuse. Die versuchen, die Lufteinheiten rauszunehmen. Und jetzt gehen wir hier rein und stellen hier ein paar Zombies hin. Dahinter die
Speerträger. Dann holen wir uns hier ein paar... Nee, wartet mal. Mit denen versuchen wir an die Salamander ranzukommen. Dann stellen wir dahinter ein paar Skelettkrieger, die ein bisschen aufhalten können. Dann haben wir hier nochmal die Verfluchten. Die den Punkt hier halten. Gemeinsam mit den Gruftghoulen. Und dann stellen wir hier auch den ersten Turm auf. Und zwar hier richtig schön. Ein Pfeilturm der Stufe 2. Und wir starten das Gefecht. Wir Steuergruppe 3. Ihr seid Steuergruppe 2. Und ihr hier seid Steuergruppe 1 gesperrt. Ihr macht gleich richtig Stress, damit die anderen rumgehen können. Vielleicht klappt das. So, ihr macht Stress. Ihr geht nach vorne, du gehst nach vorne. Die Fledermäuse können vielleicht sogar binden. Das wäre ideal. Und die Wölfe gehen auch hier rum. So. Möge die Schlacht beginnen. Die Einheiten sind natürlich jetzt absolute Katastrophe. Richten hier sehr viel Schaden an. Wir wissen das, wir kennen das. Ah, die Stachelsalamander, sie müssen fallen. Vielleicht gehen wir hier sogar auf die Chameon-Skinks. Das wäre vielleicht noch ein bisschen smarter. Ja, die Stachelsalamander gut außer Fassung gezogen. Sehr, sehr gut an dieser Stelle. Komme ich hier noch rein? Und Dan Wallace. Nee, Manfred kommt. Manfred ist das ja hier. Manfred kommt, dann können wir hier gleich noch einen weiteren... was weiteres bauen. Manfred. Sorg mal dafür, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt, bitte. Ich glaube ja an dich, Manfred. Mach mal hier... bring mal ein bisschen Ordnung hier rein. Bring mal ein bisschen Ordnung hier rein. So, dann bauen wir hier den nächsten Turm. Weil wir könnten auf dem Magieturm sparen. Das machen wir auch. So, also Manfred ist da. Manfred heilt sich selber, ganz wichtig. Und geht hier einmal rein. Diese Flederbestie ist wirklich noch stark. Stark am... kämpfen mit sich selber. Deswegen schicken wir die mal ein bisschen zur Seite. Und alle anderen Einheiten hier, ihr seid jetzt Steuergruppe 1, bitte. Und die Reiterei ist Steuergruppe 3. Ich darf einmal da reingehen, bitte. So, ihr seid auch Steuergruppe 1. So, ihr beide seid Steuergruppe 1, bitte. Aufheben, ihr seid Steuergruppe 1. Sehr schön. Und ihr seid noch nicht Steuergruppe 1. Und Manfred ist Steuergruppe 2, gemeinsam mit den Flederbestien. So. Die Flederbestie geht hier jetzt mit rein. Jetzt darf sie. Und hier können wir jetzt auch den Magieturm bauen. Und die andere Flederbestie... also ihr seid auch Steuergruppe 2, bitte. Aufheben, Steuergruppe 2. So. Die Flederbestien gehen jetzt hier in die Luft mit Manfred und wir gehen hier mal mit allen anderen Einheiten schön in die Mitte rein. Ihr seid jetzt auch Steuergruppe 1. Dann haben wir hier auch eine gute Sortierung drin. Die Schreckensechse ist natürlich ganz besonders schlimm, da muss man ein bisschen aufpassen. Beim großen Ganzen funktioniert das eigentlich. So. Also wir gehen hier nochmal auf die Heilung dieser Flederbestie. Ich kann das gar nicht mit anschauen, wie schlecht es der geht. Die sollte definitiv mal zum Zahnarzt. Und hier spucken wir einmal rauf. Vielleicht reicht das ja schon. Und die flieht komplett. Das heißt, die Flederbestien können zurück und den hier verfolgen. Manfred geht hier hin und hilft mal ein bisschen bei der Schreckensechse. Auch das kann ich mir kaum anschauen, was wir hier zu sehen bekommen. Dann haben wir hier hinten noch einen Turm. Bauen wir nur mal einen Pfeilturm hin. Alles gut, die Schreckensechse
wird von der Flederbestie gleich angegriffen. Und alle anderen Einheiten kommen jetzt auch schön rein hier. Also alle hier mitten rein, bitte. Dann kommen hier Kroxigore. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ja, schwierig. Was soll man hier machen? Tic-Tac-Toe da, der Koate da, Manfred hilft mal ein bisschen. Und die Flederbestie noch einmal heilen, solange es noch geht. Aber die wird jetzt gleich Probleme bekommen. So viel ist sicher. Das ist klar. Die wird gleich Probleme bekommen. Aber vielleicht können wir Tic-Tac-Toe noch einmal eins reinwischen. Vielleicht funktioniert das. Und... ja. Aber Manfred hat natürlich super viel Schaden, den er hier einsteckt. Da muss er zurück. Da muss er sich nochmal selber heilen. Die Flederbestie ist an der Stelle tot. Die andere ist auch tot, aber das Koate-Vieh vielleicht auch gleich. Immerhin eine Sache, die wir hier dann erledigen konnten. So, ihr geht mal weiter hier hin. So, und ihr, ich weiß nicht, was euer Auftrag ist, aber ihr dürft auch gerne weitermachen. So. Manfred, heile dich weiterhin selber. Das wird wichtig sein. Koatel ist hier. Und Tic-Tac-Toe ist hier. Der hier natürlich sehr, sehr mächtig ist in der Luft. Da müssen wir echt aufpassen. Kriegen wir hier nochmal einen schönen Zauber. Also einen schönen Zauber reingecastet. Und dann wegfliegen. Damit wir uns selber nochmal heilen können. Ja, also wenn wir Tic-Tac-Toe rauskriegen würden, das wäre schon viel wert. Also so viel kann man schon mal sagen. Das wäre schon ziemlich cool, wenn das klappen würde. Aber hier kommt natürlich richtig viel noch. Hier kommt noch richtig viel vom Feind. Nur noch diesen Punkt hier. Der Rest ist alles tot. So, Manfred. Jetzt wird mal Zeit für einen Seelenraub auf Tic-Tac-Toe. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und alle gehen rauf. Er geht, kommt nicht weg. Und so ist Tic-Tac-Toe jetzt... ja, eigentlich vernichtet. Ja, Tic-Tac-Toe ist weg. Immerhin den gegnerischen General rausgenommen. Das ist ganz gut. Das Jagdruder hier wollen wir uns auch einmal annehmen. Rotkamm-Skinks. Skin-Kohorte. Kommt hier auch noch was Schlimmes? Geht so. Wir lassen das mal. Manfred kommt zurück hier und ihr versucht euch mal hier diesen Jagdsalamander-Rudel anzunehmen, damit ihr nicht zerschossen werdet. Und ihr geht mal hier alles schön rauf. Jetzt natürlich eine kleine Katastrophe hier. Also viel durcheinander, viel Wischiwaschi. Ach, vielleicht kriegen wir das ja hin. Also hier mal einen Wind schicken, der gut abprallt. In unserer Manier, wie wir es haben wollen. Ja, und der spielt ganz gut mit Bande. Das hat ganz gut funktioniert. Manfred muss immer noch ein bisschen auf sich selber aufpassen. Aber das kriegt er deutlich besser hin als Dan Wallace. Von daher mache ich mir da nicht so richtig viel Sorgen. Aber wir müssen aufpassen. Gerade hier, diese Stachel-Salamander-Jagdrudel, haben wir bereits am eigenen Leibe gespürt, können zum Teil richtig schlimm werden. Können richtig gehässig werden. So, wir haben noch Kavallerie hier. Die kommt hier hinten mal rein. Manfred, heile dich nochmal selber. Und dann ist das hier eigentlich ein Malstrom-Ding, oder? Wir haben keinen Malstrom mehr. Einen Wind haben wir zumindest noch. Dann kommt nochmal ein Wind durch. Immerhin eine Sache. Schick nochmal einen Wind durch, Manfred. Ja, immerhin. Immerhin. So, aber es ist natürlich hier...
alles weiterhin ganz großes Kino für den Feind. Vielleicht können wir hier nochmal den gegnerischen Kommandanten, den zweiten Kommandanten rausnehmen. Dann kommt schon der nächste und die nächste Fliegerstaffel kommt auch schon. Naja. Wir wussten ja, dass das hier verloren wird. Aber wir können hier uns nochmal richtig teuer verkaufen. Immerhin das. Mal richtig viel beim Feind anrichten. Immerhin das. Und das werden wir auch tun. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Manfred kann sich nochmal heilen. Er kann hier nochmal einen Atem reinhauen. Und wir machen das auch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann gibt es da noch einen uralten Salamander, der ein bisschen Stress haben will. Kavallerie geht es gerade nicht gut an dieser Stelle. Ja, die Blutritter kommen aber nochmal raus. Und sich diese Stachelsalamander. Manfred holt sich hier den Kommandanten. Sehr gut. Und jetzt hier den uralten Salamander, bitte. Aber ich fürchte, dass hier dieser Blob nicht lange durchhalten wird. Ja, die Banshee ist noch da. Extra Schnitzelette ist noch da. Und wir haben hier eine wilde Schreckensechse, noch eine. Die holen wir uns natürlich nochmal. Aber wir haben keine Winde der Magie mehr. Das war's mit Zaubern. Wir können nicht mehr zaubern. Wir können nur noch diese Fähigkeiten hier einsetzen. Dann war's das. Aber wir müssen hier definitiv einmal kurz raus und die fliegenden Einheiten angehen. Weil die halt hier wirklich ein großes Problem für uns gerade darstellen. Das heißt, wir gehen hier einmal hoch. Auf die fliegenden Einheiten. Wir müssen ganz kurz den uralten Salamander in Ruhe lassen. Einmal in die Luft. Manfred. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Aber du selber musst nicht fliegen. Du musst einfach nur deinem Drachen Bescheid sagen. Okay, super. Ihr habt's hinbekommen. Bin stolz auf euch. So, alle ein bisschen zurückgehen, bitte. Wir brauchen hier mehr Manneskraft auf dem Punkt, um den weiterhin halten zu können. Wir könnten einen Turm upgraden. Das lassen wir an dieser Stelle aber mal. Ah, hier könnten wir einen bauen. Bauen wir einen neuen. Aber hier, alle mal rauf auf den Punkt. Können wir den Punkt nicht mehr halten, weil der Feind in der Überzahl ist. Und damit haben wir verloren. Was mit der Armee von Manfred passiert, weiß ich gerade nicht, weil gerade, wie gesagt, so viele verschiedene Mechaniken ineinander greifen mit Gewaltmarsch, aber Verstärkung, aber Garnisonsangriff und so weiter und so fort, dass ich gerade nicht weiß, was jetzt mit Manfreds Armee passieren wird. Ob sie sterben wird, komplett, ohne Verluste. Ob wir sie ein Stück weit behalten. Oder ob sich sogar Tote erheben können. Alles drei kann gerade passieren. Weil es, wie gesagt, je nach Mechanik drauf ankommt. Aber hier gibt es leider viele Mechaniken, die so ineinander greifen, dass es mir selber nicht so gut gefallen hat. Aber wir brauchen uns bei dieser Schlacht nicht verstecken. Wir haben hier wirklich Tic-Tac-Toe komplett ausgelöscht. 28 verbleiben hier nur noch. Und hier haben wir auch nochmal gut Schaden angerichtet. Also wir brauchen uns nicht verstecken. Das war eine gute Schlacht. Ja, Manfred bleibt hier am Leben. Und kann auch nochmal die Toten erheben sich Mechanik einsetzen. Okay. Für mich gut zu wissen, es war die richtige Entscheidung, ihn aus Bagar rauszuziehen, weil die Toten erheben sich Mechanik dann greift und er am Leben bleibt. Also, wir haben 4 Armeen von der Hochkönigin Kalida zerstört. 4 Armeen der Hochkönigin Kalida vernichtet. Einfach so im Staub versenkt. Wir haben eine Übermachtsschlacht von Tlaquar nicht gewonnen, aber wir haben die anführende Armee komplett ausgelöscht. Wir haben den Anführer, den legendären Lord, komplett
vernichtet. Das war gut. Wir haben Rodakoden, den Lord, den Kommandanten der zweiten Armee, komplett vernichtet. Und jetzt haben wir hier... Und Manfred von Karstein ist verwundet. Nee. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Die Mechanik ist doch eingetreten. Und alles ist gestorben hier an dieser Stelle. Habt ihr das gesehen? Die Toten erheben sich. Und dann verlieren wir dennoch die ganze Armee. Das zeigt ja, dass hier verschiedene Mechaniken ineinander greifen, die einerseits sagen, wir überleben das. Und andererseits sagen, ihr werdet komplett vernichtet. Genauso verwirrt wie ich war, ist auch das Spiel. Obwohl sich die Toten erhoben haben und obwohl wir Einheiten behalten haben, haben wir die ganze Armee verloren. Mechanik gegen Mechanik, okay. Ist jetzt das Schlimmste für uns bei rausgekommen. Aber das ist jetzt so. Damit müssen wir leben. Aber wir haben uns gut verteidigt. Wir haben das gut gemacht hier an dieser Stelle. Ich bin guter Dinge, aber wenn wir uns das Ganze so anschauen. Tlaqua. Stoßsan-Ebene. Sudenburg. Kasabar. Das sind die letzten. Das sind die allerletzten Orte, die wir haben. Denn Wallace ist der letzte Verteidiger. Er hat keine große Armee mehr. Wir haben hier diverse Feinde. Hier unten werden neue Feinde ausgehoben. Hier kommt Krokgar mit neuen Armeen. Hier oben kommt König Panit. Hier kommt König Karus. Sagen wir so. Es sieht für den Moment nicht gut für die von Karstein-Dynastie aus. Der Moment sagt, das Ding ist verloren. Ich sage euch, ich bleibe optimistisch. Ich bleibe voll und ganz optimistisch. Ich glaube an einen Sieg der von Karstein-Dynastie. Der Sieg muss eisern erkämpft werden. Er muss ganz, ganz bitter erkämpft werden. Es wird schwierig werden. Es wird richtig schwierig. Aber ich glaube an uns. Ich glaube nach wie vor an uns. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Habt ihr noch Hoffnung? Ich hab sie. Kann ich euch einen Funken mitgeben? Sagt es mir gerne in den Kommentaren.